So, Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Battlefield Hardline. Hier ist der Dulag am Start. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's weiter mit der dritten Episode, Leute. Und ja, es gibt ja vorher immer den kleinen Vorspann. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ansonsten lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze hier gefällt. Wir sehen uns gleich im Spiel. Ansonsten genießen wir diese mega geilen Cutscenes. Los geht's. Ah, da kommt natürlich der Ladescreen, den ich jetzt mit sinnlosem Gelaber überbrücken muss. Nee, so sinnlos ist es gar nicht. Fütterungszeit, Episode 3. Miami leidet unter einer regelrechten Kokainflut und Leo, alias Stingray, weiß, wer dafür verantwortlich ist. Mal sehen, was der Bastard weiß. Yeah. Ach, ich bin so happy, dieses Spiel ist so geil. Die Atmosphäre, die Musik, die Charaktere, die Grafik ist einfach der Hammer. Und ich finde es auch geil, dass der Hauptcharakter aus Kuba kommt, aus Havanna. Richtig geile Stadt. Ich kann euch so einen Urlaub nur mal empfehlen, wenn ihr mal irgendwann die Kohle beisammen habt. Dann fliegt mal nach Varadero und dann macht einen schönen Trip nach Havanna. Richtig geil. So. Los geht's. Was bisher geschah? Das ist Lee Ray. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Bist du ziemlich gesprächig? Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht. Was war das gerade? Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, genannt Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Was? Warum wohl? Warte kurz. Deine Partnerin ist hitzköpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deinem Mann, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab es eine Menge Hintergrund. Ich, Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, einen Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Ui, ui, ui. Ich dachte für einen Moment, dass der uns verrät. Ey. Ich kann es ja keinem trauen hier. Meine Güte, Leos Karte ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Dawes die Karte gegeben, hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Airdrop! Los zur Abwurfstelle. Egal, muss ich das Baby jetzt fahren hier?
Die Dealer behalten ihre Pakete per Funk im Blick. Die Zahl auf Leos Karte ist sicher in Frequenz. Ja, wie geil. Wir haben ein Signal. Fahre an ein Paket ran, dann markiere ich es mit einem Zielpfeil. Mal sehen, wer das Ding abkommt. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstagen im Köpfe eingeschaltet. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, da ging irres Zeug an. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Wie zum Teufel hat deine Mann dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und mich geliebt. Na ja, wie das kitschig klingt. Mamas Liebe. Das ist eine Überraschung. Alligator. Ich mach aus dir eine Handtasche, mein Freund. Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Ich hab wieder ein Signal. Dann mal los. Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami wieder als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Oh, wie geil. Krass, so ein abgestürztes Flugzeug, ey. Bis dann kannst du hier umschiffen. Oh, die Spuren von den Krokodilen. Da vorne ist das Drogenpaketos. Und übrigens, Captain Dawes, der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Ist nur eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp, du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Was ist das hier? Der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert. Alter Schwede. Das Spiel wird von Folge zu Folge geiler, Leute, ey. Hammer. Ich muss gerade mal gucken, dass ich nicht so krass übersteuere. Mir müsste eigentlich klar gehen, Leute. Oder? Müsste eigentlich in Ordnung sein. Mit dem Airboot anlegen. Halte an einem Deck an, um das Airboot zu verlassen. Dockbereiche kennst du am Fahnensymbol. Alles klar. Ich glaube, ich übersteuere gerade. Ich muss nochmal kurz hier checken. Ich glaube, so ist besser, ne? Ja. Signal ist beim Fallschirm. Okay, ich spring raus und markiere es. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Ja, das werden wir noch sehen, mein Freund. Habe ich die Shotgun dabei? Jawohl, ja. Ist hier eine Waffenkiste zufällig? Vielleicht doch mal an der Ausrüstung schrauben sollen, immer. So ein Alligator habe ich jetzt mal gar keine Lust, so, ne? Ali, keep out. Meinst du, das macht Sinn, hier jemanden zu verhaften? Im Niemalsland? Was sind wir denn hier? Ah, ja, ja. Ich mach mal Q. Hier wird mich gleich ein Alligator verputzen, Leute. Oh.
nicht gedrückt, ey. Quicktime Animation. What? Ich hab doch gedrückt. Ach, ich wollte schon sagen. Krokodil dann nie. Alles gut? Ja? Dann sag einfach danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Guter Vorschlag. Alter Schwede, ich hab gedacht, ich... Das war's. Wir müssen aus dem Wasser raus. Wir müssen hoch auf die Plattform. Nimm den Kletterhaken. Ist eine SWAT-Leihgabe. Oh. Mit dem Kletterhaken kannst du höher gelegene Orte erreichen. Schieße den Kletterhaken auf einen markierten Vorsprung. Um ein Klettersalz erzeugen. Wo man Kletterhaken benutzt? Nein. Nein. Ziel mit dem Haken auf die Plattform. Und jetzt? Klettern wir mal. Kletter wie die Kletter. Hey. Wuhu. Eine Rutsche. Oh, voll die... Das sind alte Aussichtsplattformen. Für Touris. Schon klar. Ist okay, Kai? Und deine Schulter? Tut weh, wie Trauma. Boah, ich bin runtergefuchst. Ich bin runtergefuchst. Hier, ich habe eine Seilrutsche. Also, wo hat die auf einmal die Taschen her, hör mal? Seilrutsche, ja. Seilrutsche, mit der Seilrutsche kannst du schneller und tiefer, blablabla, kann man runterrutschen, ist klar. Ne? Du bist vorbereitet. Kann man da hinten hin? Ne? Ziel auf die Bretter, ist ein guter Anker. Welche Bretter? Die da? Nee, das ist viel cooler, oder? Hier so. Piu. Volltreffer. Okay. Komm hier nach. Nähern und einhaken. Und wie? Ah, wie? Oh oh. Wie ich immer C drücke zum Kotzen. Wieso steht denn da V? Verstehe ich nicht. Schrotze? Boom. Ich wollte eigentlich den verhaften. Okay, komm her. Boom. 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 Ich wollte es auf die Nette machen, aber hat nicht funktioniert. Das Paket ist wohl nicht weich gelandet. Hier war irgendwas mit Beweisstück. Ah. Analysiere Chemikalie Tartrazin. Tartrazin. Ist da noch irgendwas? Tartrazin. Oh, eine Waffe. Die Uzi sind so schlecht, ey. Shotgun. Was geht hier ab? Ah, der hätte ich draufballern können, ja? Dann wäre hier kaboom. Suckadish. Lagern die in diesen Fässern. Oh, ein Bierchen oder was? Was trinken die hier? Simba. Was lagern die in diesen Fässern hier? Haben die überhaupt hier? Boah, wie das halt.
Irgendwas habe ich hier gerade. Aha. Ich glaube, wir müssen mal da rein. Rinder. Wo kommt denn die Brechstange her? So, was haben wir denn jetzt hier mal zur Auswahl? Wir machen die Primärwaffe. Den ganzen Zeug. So eine fette Magnum hätte ich gern. Hier so eine. Oh, die ist ja geil. Bald Eagle. Was können wir denn hier noch pimpen? Nix. Braun. Was geht mit dem hier? Ui. P90. Okay, da kommen noch geile Waffen, Leute. Da kommen noch richtig geile Waffen. Oh, guck mal, wie das aussieht. Nicht schlecht. Moment, ich will jetzt erstmal hier checken. Beweisstücke. Ich habe eine Frequenz für dich. 120,13. Boah, das sah wieder so geil aus. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Was ist denn das hier für ein Zeug hier? Kann man hier irgendwas schnecken? Aber wir haben die Beweismittel nicht gefunden. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt, ne? Ja, ich weiß. Ah, da. Kokain, Spuren von Kokain. Kokainos, los Kokainos. Scanner Entfernungsanzeige. Links oben im Scanner werden deine aktuelle Position, die Anzahl der Beweismittel im Bereich und deine Entfernung zum nächsten Mal sind angezeigt. Ja, super. Rinder. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter, als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? No. Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Inoffiziell. Ist für mich okay. Retten Leben. Ich seh's ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre. Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Ja, Baby. Oh, da liegt eine Sniper. Ja, die muss ich mir jetzt mal organisieren hier. Zu hoch. Habe ich jetzt gerade die richtige Knarre? Ich hab doch diese bekloppte Seilrutsche irgendwo. Knüppel! Werfen wir lieber noch eine Muni dahin. Ich raff's gerade nicht. Warte mal, vielleicht haben wir das im Bötchen. Können wir da nicht schnell was anderes ausrüsten? Aussteigen.
Oh. Ich will an die Truhe, Leute. An die Kiste. An die Kiste will ich. So. Seilrutsche. Ich will keine Seilrutsche. Ich will den Kletterhaken. Ha. Huja. Vier. So. Kletterhaken ausgerüstet. Wieso kann ich nicht mit dem Kletterhaken Kletterhaken? Oh oh. Hey, hier drüben, Nick. Ja, ja. Oder muss ich dann darüber? Von der Seite vielleicht? Oder komme ich nur von da darüber? Muss ich erstmal hier? Pass auf, dann nehme ich jetzt hier. Dann tausche ich das wieder aus und nehme jetzt hier die, die Seilrutsche mit. Dann komme ich vielleicht von da oben da runter oder so. Ach, jetzt ist aber der Faden weg. Ach, das ist ja scheiße. Ah, kann ich nur ein Gadget mitnehmen, ja? Ach so, doch, ich kann hier noch... Ah. Ich kann doch beides in Kombination mitnehmen. Sehr geil. Hahaha. Ha, ha. Ja, dann ab nix wie hoch da. Zicker, zicker, zucker, zacki. Haha, das kriegen wir, das kriegen wir. Ich will die Schniepel haben. So, und jetzt nehmen wir hier die Seilrutsche. Padums, ne? Zu weit. Wuhu! Yeah, baby! Scout Elite. Ja. Ach, das war's. Ein besseres Visier müssen wir uns erst noch besorgen, oder was? Ist ja eine Enttäuschung. Na egal, nehmen wir mal die Scout. Gucken, was geht. Und hier soll doch irgendwo jetzt dieses Zeugens sein hier, oder? Oh. Oder auch nicht. Vielleicht sind wir hier auch falsch, ne? Fahren wir weiter. War einfach nur eine Anlegestelle. Fahren wir mal die... Oh, shit. Oh, shit. Alter Schwede, was geht ab? Ein Bus? Wie kommt denn bitte ein Bus hier hin? What? Ah, ich meine, da war die Sniper am Start. Ah, hier sind Beweismittel. Können wir mal gucken? Krasse Episode, Leute, ey. Erstmal die Beweismittel hier cachen. Sag an, Beweismittel, wo bist du? Bist du das Beweismittelchen? Mit, hä? Ist hier das Beweismittel vielleicht? Ja. Wo kann's denn sein? Ja, müssen wir mal hoch, oder? Hilft ja nichts. Zack. Meinst du, das ist ein Kilo? Kilo Kokain. Huiuiuiui. Eine schöne Ladung. Neue Pistolenaufsätze.
Boah, die Moskitos. Die nerven ein bisschen. Jetzt kann er runterjumpen. Ja, er läuft. Okay, das reicht. Weiter geht's. Einsitzen, aufsitzen. Bei dem Espress Richtung Kokain. Bam. Ja, ein bisschen was einsammeln hier, ne? Muss ja drin sein. Uiuiui. Alles Klärchen. Was ist denn das für eine Festung hier? Wie krass, bitte. Alter. Dann gucken wir uns mal eben den Aufsatz. Pistolenaufsatz an. Probieren wir doch mal, oder? Warum mal hier? Das sind Pimpen. Ah. Schick. Von dem Wasserturm aus müssten wir was sehen. Scan erstmal, bevor wir rangehen. Oh oh. Alarmanlage und Verstärkung. Alarmanlagen rufen Verstärkung herbei. Deaktivieren die Alarmanlage und zerstören alle Lautsprecher, um Verstärkung zu vermindern. Kriegt der Käufer eine Tour? Boah. Das sind die Lautsprecher, denke ich mal. Da sind eine Menge Typen. Ganz gut. Ja, wir gehen rein. Aber ewig hält das keiner durch. Irgendwann kriegen sie ab. Pfeifen hat sich im Kleinkram verwandt. Außerdem hat Nels ja dieses Meeting, um nicht hops zu gehen. Wenn Nels meint, dieser Wolf hilft ihm, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, dann glaubt er wahrscheinlich auch noch an den Weihnachtsmann. Oh, den müssen wir festnehmen, dann gibt's eine Belohnung. Okay, was zum Sprengen entdeckt. Von hier hat man ja eine gute Übersicht. Aber wenn ich schieße, dann hören die das, ne? Wow. Ich überlege gerade, wie ich den verhaften kann. Soll ich erstmal außen rumlaufen oder so? Weil die drei, die kriege ich ja nie. Gut, man kann die Dinger hier wegbomben, dann ist es vorbei. Auf den Kran da oben? Also wenn ich die ausschalte, dann kann ich die Alarmanlage da deaktivieren. Und dann kann ich den da holen. Also wenn ich von da aus mich näher... Den kriege ich irgendwie... mit einem... vielleicht mit einer Münze. Also mit einer Münze, mit einer Kugel. Und die beiden hole ich dann so mit der Verhaftung weg. Bevor die schießen. Das könnte ich probieren. Ein Versuch wäre es wert, Leute. Immer die falsche Taste drücken. Was jetzt? Wieder mal da gucken, Freund. Was soll das? Haha! Yeah, baby! Diesmal hat's geklappt. Ein bisschen Übung. Übung macht den Meister. Macht den Meister Übung, Comprendos. Nixos gutos, zu vielos spielos. Jetzt.
Die sieht auch ready. Ja, ducken. Tja, wie kommen wir denn da jetzt? Sag mal, der ist eh Wayne. Den könnten wir. Der hat einen Blickwinkel komplett nach da. Wenn wir da jetzt keinen ganz groben Fehler machen, den schicken wir mal noch ein bisschen weiter weg, würde ich sagen. So ein bisschen in die Richtung. Hui. Was war das? So. Hände hoch! Hände hoch! Ja, ja. Kein Problem. Kein Problem. So, runter mit dir, du Nase. Kriegst eine glatte Verhaftung. So. Hier gehen wir mal ein bisschen zivilisierter vor, oder Leute? Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Zack. So. Fertig bist du. Verhaftet. Du kannst die Aussage... Du kannst die Aussage verweigern. Alles, was du tust oder sagst, kann vor Gericht gegen dich verwendet werden. Ja. Und da hat es bzzzt gemacht. Ist hier noch irgendwo ein anderer Alarm? Nee, ne? Das ist jetzt... Der Alarm ist jetzt Geschichte, ey. Bleibt er da stehen? Halt! Polizei! Hey, was soll das? Yeah, baby. Ha! Den haben wir verhaftet. 1000 gab's. Ne, die will ich nicht. So, hier waren Beweise. Beweise waren hier. Er hat Sitten gemacht. Ah, da. Markierung. Scan. Wasseranalysegerät. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor dem Chef im Geschäft. So. Ein paar Beweise hier, zufällig. Ne? Ein krasses Lager. Ihr habt so richtig gemütliche Jungis. Uiuiui. Hier hätten wir gut in die Luft ballern können. Ich glaube, das gönne ich mir jetzt mal. Komm, wir schniefern mal. Den Schniepern war mal weg. So? Oh, ist das übel. Das geht ja gar nicht. Das muss ich vielleicht nochmal üben. Oh! Was? Nee! Was? Oh, nee, komm. Das geht gar nicht mit der Optik. Da müssen wir noch... Okay, ich übe das nochmal, aber... Was? Wie schnell war ich denn da jetzt down? Ich habe das so geil gemacht und jetzt so weggeholt. What? Boah, Leute. Komm, jetzt machen wir das im Alltempo. Scan erstmal, bevor wir rangehen. Ultra fast scan hier. So, der Dulag macht jetzt einen Speedrun. Könnt ihr euch ansehen. Ja, ja, wissen wir. Könnt ihr jetzt ansehen, wie der Dulag hier einen Speedrun macht. Ich hab das so gut gemacht, Leute. Komm dahin, du Schnussel, du. Was? Ey, was zur Hölle ist denn das, ne? Hände hoch, du Schnuppel, du. Hey. Ja. Ja, ja, dich hab ich doch schon verhaftet, du Pflaume, du. Boah, haben die mich wegrasiert, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Das war nicht so clever jetzt. Hey, was ist das? Hier ist schon verloren. Ich hoffe, oh. Bin ich erwischt. Ach, ist die Alarmanlage losgegangen. Alter.
Okay, dann halt so. Yeah. Da kommt gleich Verstärkung, Leute. Oh, 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 oh. Oh, ich bin down. Oh, ich bin down. Oh, ist das hart. Ist das hart, Leute. Ist das hart. So krass. So, nochmal. Boah, verklicke ich mich da einmal wie ein Otto. Ja. Haben wir schon. Sehe ich so eine scheiß Taste dafür. Da werde ich mich doch 100 Mal verklicken, weil in anderen Spielen ist das Ducken und hier ist das diese Scheiße schmeißt. Keine Bewegung! Hey, was soll das? AKM! Jawoll ja! Freigeschaltet. Also, ja, so geht's auch. X ist Ducken, ne? So. So, gehen wir da hin. Hä? Bleib, wo du bist! Achtung! Ja, verhaftet. Jetzt macht der Dulag das richtig. Ey, tut mir leid, Leute, dass ich hier so faile jetzt gerade, aber. Keine Bewegung! Ja, kein Problem. Oh, neues Präzisionsgewehr freigeschaltet. Also läuft doch, lohnt sich doch zumindest ein bisschen hier. Du bist verhaftet! Hey, was soll das? Haben wir das? Zählt der Scan hier noch? Okay, der Scan erzählt zumindest. Hier. Die waren einfach grün, ne? Okay, gehen wir mal runter. Wir sind ja ziemlich danger. Der sieht uns da nämlich. Jetzt machen wir erstmal wieder die Alarmanlage aus. Boah, das tut mir leid, dass ihr jetzt hier euch 10 Minuten so einen Mist angucken müsst, aber ich spiele das halt nicht auf einfach. Das wäre mir zu langweilig geworden. Hallo! Du bist verhaftet! Alles klar. Easy Boy, ja klar. Runter mit dir. So. Hier war noch Beweismittel. Ich sehe es gerade nicht, ich habe es nur vibrieren gehört. Vielleicht auf dem Tisch. Down. So. Was haben Sie denn hier bewacht? Ha! Falsche Taste. Oder Geld oder Waffen. Na dann, tun Sie das direkt. Was hatte der für eine Waffe? Ey, hier war doch irgendwie noch ein Beweismittel. Vielleicht da im Auto? Irgendwo hier. Das Auto. Ah, das Moped hier. Verschmutztes Airborne. Okay. Das Moped. Kein Problem. So, wir gehen weiter, Mädel. Komm mit. Geht hier noch was? Hier geht nichts, ne? Oh, das ist eine Munitionskiste. Wo denn? Da hochjumpen. Nick, was? Sieh dir das mal an. Ich will die Kiste haben. Ich will die Kiste haben. Ich will die Munitionskiste haben.
Ach, da geht's rein. So einfach ist das. Oh, ein Blackberry. Nee. So ein altes Ding. Kein Blackberry. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Das nächste Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. Kiste. Ah, Muni. So, was haben wir denn jetzt hier? Eine AKM. Hallöchen. Haben leider keine Optik. Aber läuft. Ein paar Schuss haben wir. Markierung, Beweismittel. Analyse. Chips, lecker. Weiter. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, oder was? Oder wie? Wir müssen noch woanders nachsehen. Okay, zurück zum Boot. Ja, wollte gerade sagen. Da war da noch ein Flag. Capture the Flag. So, da habe ich nochmal einen kleinen Speedrun hingelegt, nachdem ich jetzt zweimal gefailt bin, beziehungsweise die holen mich hier mit zwei Schüssen teilweise weg, das ist immer richtig heftig. So, Rinder! Also mein Moped woanders hin. Wenn die Kartelle die Sümpfe wieder nutzen, wäre das nachvollziehbar. Riesig, menschenleer. Im Moment geht es darum, dass wir Nels finden. Arbeitet Nels mit den Kartellen zusammen? Die Kartelle haben ihre eigenen Vertriebswege. Das hier ist jemand anders. Also, was weißt du über Nels? Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent. Wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er versucht, ihn überhaupt zu drehen. Kroko gebügelt. Er hat ihn gedreht. War richtig schlecht. Und ein kleiner Sprung. Yay, Bams. Oh, was ist denn das für ein Haus? Das ziehen wir uns mal rein. Diese ganzen Moskitos und Falter und so weiter, ey. Das Visier zackt so hart. Markierung, ein Fass. Chemikalienbehälter. Boah, ich will gar nicht in die Säcke reingucken. Komm, wir hauen wieder ab. Das ist nicht der richtige Platz für uns, meine Kameradin. Weiter geht's durch die Pampa hier, durch den Sumpf. Uiuiui, was haben wir denn da? Müssen wir mal gepflegt anlegen hier. Boah, ist ganz schön schwer hier durchzufahren. Ja. Und da sind wir gelandet. Das erinnert mich irgendwie an Resident Evil, Leute. Resident Evil 5. Zumindest keine Leutchen hier. Ein Dixie-Klo. Die leben aber, die haben es aber gemütlich hier immer. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Das ist Leo. Gauss hatte wohl recht. Er war in Gefahr. Warum ist er wieder zu Nerz? Ich gebe das durch. Scheiße. Hier tut sich auch nichts. Wir müssen weiter. Er bleibt hier. Könnte ich einen Heller geben. Wir haben noch gar nicht alles durchsucht, Mädchen. Na, die haben es aber gemütlich hier, Leute. Das sieht echt schick aus. Na gut, nix wie weg hier. Alter Schwede. Krass, Mann. Mit dem die Beine abgehackt. Das
Was machen die denn mit dem? Vielleicht von Krokodilen oder so abgefressen worden, abgenagt. Hat Dawes dir gesagt, warum er Leo gehen ließ? Dawes konnte ihn nicht aufhalten. Er hatte ja eigentlich nichts Illegales gemacht. Alligatoren. Halt. Los geht's, weiter. Ey, krass, ich bin auch froh, dass ihr es entdeckt habt. Ich muss dich mal was fragen. Was denn? Was mit dir und Tyson? Oh, das. Tja, hin und wieder. Und als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Okay, zwei. Zwei richtige Dates. Warte, warte, du hast einen Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broker. Wann wusste er, dass du... Broker. Als ich rausfand, dass er ein Kokain-Broker war. Ob du es glaubst oder nicht, er hat ein gutes Herz. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Alligatorfarm. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Moment, da hat gerade was gescheppert. Ich soll die Windmühle da hoch? Alles klar. Nee. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Ich will da hoch, Leute. Da muss irgendwie ein Weg hochgehen. Da. Kletter, die Kletter. Muss da irgendwie ein Beweismittel sein. Das ist merkwürdig. Die geht gut ab. Okay, es gibt wohl mehrere Optionen. Sagt, ich gehe sonntags in die Kirche. Und Ed kommt mit. Oder Ed? Definitiv. Okay, Leute, ein Käufer kommt uns besuchen. Genau. Sollten wir wie Profis aussehen. Ich will Patrouillen. Zweiergruppen. Los jetzt. Zweiergruppen. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen sie los. War da keine Alarmanlage? So müssen wir eine Alarmanlage aus. Aber was war das mit dem Beweismittel gerade? Hä? Hat doch hier vibriert. Da ist doch was. Hier ist nix. Was für eine Verarschung. Oder im Wasser, so kann ich das scannen? Das Wasser scannen? Nee, ne? Vielleicht eine Stunde. Sie sind sicher gleich zurück. Tja. Oh oh. Locker, Mann. Schnell weg hier. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Also den müsste ich eigentlich kriegen können. Polizei! Wo ich gedacht habe, die haben mich jetzt gecheckt. Der schnarcht. Scanner öffnen. Muss irgendwie Beweis sein.
Ja, ich gucke ja schon. Der ist da vorne? Hier drin oder was? Gerade checke ich es irgendwie nicht mit den Beweisen. Oh oh. Ah, da vorne. Oh oh. Was war denn das? Hände hoch! Hände hoch! Oh, wow, okay! Da, Mann, gecached. Hat er eine coole Waffe dabei gehabt? Und? AKM, naja, normal. Wir werden hier gut belagert. Neuer Gewehraufsatz, hat sich gelohnt. Hier klingelt es die ganze Zeit. Hier muss irgendwo noch ein Beweis sein. Oh, da kommt einer. Durchsuchen? Soll ich den durchsuchen? Ah, Zeitungsartikel. Hä? Wo zum Geier soll denn hier bitte der Beweis sein? Oh oh, das ist ziemlich gefährlich. Spielt die ganze Zeit verrückt. Wie mache ich denn das jetzt? Hey, habe ich den nicht markiert? Ich überlege gerade, wie ich an denen da jetzt vorbeikomme. Ich glaube, ich muss nochmal außen rum. Scheiße, Leute, ich muss nochmal außen rum. Boah. Alter, das ist spannend. Komm weg. Jawohl. Den kriegen wir auch ganz gut. Keine Bewegung. Arschloch. Du Arschloch. Also doch. Zack, weg bist du. Hier muss noch irgendwas sein. Ich habe irgendwie Probleme mit Beweismittel finden. Du hörst ja die ganze Zeit nur vibrieren. Diesmal richtig heftig. Vielleicht da oben irgendwie so da drauf. Oder da drin, aber da habe ich keinen Bock reinzugehen, ehrlich gesagt. Hier mal eben. Hier sind doch so Zettel. Na. Oh. Die kennen wir noch nicht. Die nehmen wir mal mit.
Ja, aber wo? Zum Geier. Wo zum Geier soll das sein, Mensch? Wie viel kommt denn diese Woche noch? Laut Remy 2 bis 3 Flieger pro Tag. Remy ist irre. Der dreht mächtig auf. Dabei geht es hier um Präzisionsarbeit. Meine Schulze verwursten ist keine Präzisionsarbeit. Leute hier. Was? Was jetzt? Was jetzt? Halt! Polizei! Hallo! Arschloch! Yeah, bams! Voll in die Säcke, Junge. So. Und den kriegen wir auch noch hier. Gehen wir da hin. Was war das? Nix. Alles gut. Keine Bewegung! Keine Bewegung! Haben wir sie alle. Gecasht. Haha! ja. So, aber wir finden diese bekackten Beweise nicht, ey. Ich kann kotzen. Das ist doch mal ein Beweis hier. Sag mir nicht, das wäre kein Beweis hier, der ganze Koks, was hier rumliegt. Also, da hat's gepiept. Da muss jetzt ein Beweis sein. In dem Eimer hier. Nee. In diesem Dings da. In dem Gebäude vielleicht. Oben vielleicht drauf. In dem Wagen. Hier drin. Hier auf der anderen Seite. Meinst du, ich finde hier mal scheiß Beweismittel? Okay, dann halt ohne. Wenn es nicht da ist, ist nicht da, Leute. Da kann ich nichts dran ändern. Polizei! Stehen bleiben! Jawoll, ja. Du hast immer ein schönes Minecraft-Oberteil an. Okay, sauber. Hey, das war meine Alligatorenfarm. Clever. Muss ich schon sagen. Ja, abgelegen. Mit Zugang zum Meer und zum Land. Ui, ein Alligator. Schäde. Das sind Mels Leute. Sprich mit ihnen. Wie ist sie da reingekommen? Los! Hey, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade kacken. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit ihm treffen. Okay, wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm willkommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch ein Treffen mit Nels. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Na, jedenfalls nicht hier. Ja. Keine Beweismittel, Leute. Nix von Interesse. Nochmal eine Waffenkiste. Können wir unsere Waffe hier nachladen. Unsere Pumpy. Die Pumpschrotze hier. Wie geil. Was gibt's denn hier Schönes? Oha. Nahdistanz, mittlere Distanz. Pumpgun mittlere Distanz ist doch kein Wert. So. Also ist hier so ein Ultrascope. Und das bei einer Pumpgun? Ein bisschen übertrieben, oder? Ist aber irgendwie auch geil. Was gibt's denn da noch? Sollen wir das nochmal eben ausprobieren? Pumpy? Was haben wir hier noch? Das ist natürlich Hammer, ne? Hier so ein Mikro verlassen. Pumpy? Ich glaube, das ist noch ein bisschen besser. Okay.
Oh, ich wollte es noch ausprobieren. Na gut, jetzt können wir es anwenden. Kommt schon, da drüben. Die checken uns hier nicht. Der hat's hinter sich. Ich hab Schüsse gehört. Oh oh, die sind stinkig. Okay, mein Freund. Hallo. Okay, okay. Mach keinen. Ach, ich wollte wegpusten, das geht dann nicht mehr. Okay, jetzt probieren wir es mal aus. Uiuiuiuiuiui. Ja, komm doch. Kann ich die Tür zumachen? Komm doch. Da drüben. Bam. Bam, bam, bam. Mal schnell nachladen hier. Dankeschön. Die haben es auch hinter sich. So, nichts wie weg hier. Weiß nicht, ob das für eine Pumpgun so ein cooles Ding ist. Festhalten. Yeah, baby. Wir halten uns fest. Auf zum Stadion. Ja. Boah, das war eine krasse Mission. Die hat richtig Laune gemacht, ey. Heftig. Heftig, heftig, heftig. So ein bisschen Open-World-Szenario, dass man sich aussuchen konnte, wo man lang geht. Und verschiedene Dinge noch entdecken konnte, wie zum Beispiel die Sniper. Extrem geil. Und noch eine Cutscene. Alter, die Episode hat's endlich. Zum Stadion geschlagen. Einsatzziel abgeschlossen. Naja. Dann wollen wir mal aufräumen im Stadion. Waffenkiste. Ich glaube, ich switch da eben nochmal das Scope. Gucken, was das kann. Das passt irgendwie nicht zu einer Shotgun, finde ich. Kann man denn da noch mittlere Distanz, nahe Distanz? Mal nur mal so zum Interesse. Das bei einer Shotgun, das macht natürlich sehr viel Sinn. Hä? Ich würde fast sagen, wir spielen hier ohne offensive Visierung. Dann nehmen wir die, die wir eben hatten. Die war okay. Die geht, ne, die geht klar. Gehen wir auch mal hier hoch ins Stadion. Stadionski. Hände hoch! Los! Okay! Kriegst eine drüber einmal. Oh, what? Das soll ein Stadion sein hier? Oh oh. Gesichtet. Okay, ganz ruhig. Hahaha. Okay. Komm, bums. Kriegst du einen rüber. Und du auch. Hände hoch. Los. Oh, okay. Yeah, baby. Ist auch down. College. So, da geht's noch weiter. Alarmanlagen. Scheiße. Alarmanlagen. Wenn die den Knopf drücken, haben wir hier eine Party am Hals. Bringt er seine Leute mit? Remy meint wohl, der bringt die halbe Polizei mit. Was ist das? Was willst du mit deinem Anteil tun? Ich lass mir eine Zahnspange machen. Innen. Spangen sehen scheiße aus. Hol dir halt eine Spange. Halt! Keine Bewegung! Ja, kein Problem.
Na, ich hoffe, die hat den anderen gesichert. Ja, sehr gut. Oh. Jetzt gibt's die Action. Nein, nicht Alarmanlage. Ich glaube, das war's. Davor werde ich mich nicht retten können. Aus, 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 aus. Okay. Ich glaube, wir haben Stress jetzt. Oh, oh, ich hänge fest. Brandsatz! Oh, nein! Ja, Baby, komm her, komm her. Oh, was die an Kopftreffern aushalten. Ich meine, Ballerei hier. Oh, Brandsatz! Krass, Mann. Komm, wir können mal die Waffen hier abchecken. Ach, die ist scheiße. Immer die gleichen Schrottwaffen hier. Kommen wir denn da jetzt hin? Hier rein oder was? Das wäre ja was für die Schrotze, hätte ich jetzt gesagt. Die liebe, gute Schrotze. Boah, dass ich das nur überlebt habe. Das war echt knapp. Nels, nimm die Hände hoch! Juhu. Oben lassen! Mendoza, stimmt's? Schnauze! Ich hab's dort als Deal. Du hast kaputte Freunde, Mendoza. Halt, welcher Deal? Ich bin unsichtbar. Wir... Scheiße. Ich ruf uns einen Heli. Der Kerl kommt nicht weit. Haha. Knappe Sache. Fast hätte man gehabt. Boah, die Episode gefällt mir richtig geil. Bis jetzt die beste Episode. Hammer. Spiel steigert sich. Extrem geil, ich bin total happy. Es gibt nicht viele Fenster, also sollten wir Rauch einsetzen. Ein Dreierteam geht rein, ein Team bleibt hier draußen. Scharfschützen da und da. Oh, Stoddard hat hier wohl alles unter Kontrolle. Scheiß drauf. Wir waren zuerst da. Nick? Probier doch mal, ob abgeschlossen ist, Hitzkopf. Oh, jetzt wird geballert, Leute. Wir gehen rein. Was Scheiß macht ihr? Vielleicht können uns deine Leute helfen. Ich sehe ihn. Mach ihn alle, mach ihn alle. Mendoza. Schon okay, Sergeant. Das ist doch... Es ist okay. Kai. Was zum Teufel soll das? Hau ab, Stoddard! Weg da! Wow. Das geht ab. Haltet ihn auf, Alter! Alle Einheiten, auf weitere Anweisungen da. Wir haben verloren! Granate! Das Finale dieser spannenden Episode. Denke ich mal. Boah, ey. Geht hier was ab. Muni leer. Ne, die Waffe nehme ich nicht. Was hatte der dabei? Gasgranate. Etage sauber. Die Treppe hoch. Hier ist eine Munikiste irgendwo. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Mendoza. Wo ist die? Die ist unten. Schnell mal nachladen hier. Ach, schau an, dann. Der macht die Waffe gar nicht voll. Da gehe ich eben nochmal schnell. Ja, jetzt haben wir aber volle Muni. Da muss man zweimal. Nee. Okay, mehr geht nicht. Gehen wir weiter hoch.
Achtung, Verstärkung ist unterwegs. Oh. Oh. Hier, nimm. Danke. Wird hier geballert. Boah, nein, ich stehe schlecht, ich stehe ganz schlecht, ich stehe ganz schlecht. Boah. Ich muss mal scannen. Noch hoch. Okay, die kann ich mit der Pistole holen. Boah, das waren ein paar Kills. Ja, die Pistole, die rockt, die finde ich richtig geil. Hallöchen. Kennt ihr schon mal eine Schrotze? Da gehe ich down. Da kennt ihr schon mal eine Schrotze, da gehe ich down, ey. Lecker funny. Ich probiere es mal anders, mit Gewalt jetzt. Mal sehen, ob es geht. Boah, ne, da hast du keine Chance, wenn du so offensiv spielst. Ne, das geht nicht. War nur ein Test. Leute, war nur ein Test. Boah, ist das hardcore jetzt. Na gut, müssen wir konzentrierter vorgehen. Müssen wir genießen, die Runde. Machen wir doch. Die genießen wir jetzt. Vielleicht war die Shotgun noch die falsche Wahl. Oh Mann. Hier, nimm die Muni. Jetzt haben wir die Schrotze raus. Die kriegen wir jetzt. Hat er gelacht. Mal gehen wir hier gesitteter vor. In die Muni. Oh. Nummer zum Freischalten. Die ist bestimmt scheiße wieder. Okay, wohin weiter? Du machst ja Witze. Du machst ja Witze, hier geht's richtig ab, ey. Hä? Ja? Wo ist die? Ach, die ist da durch, oder was? Okay. Weiter. Kurz durchatmen. Mach die Nadel! Hey, hast du was gefunden? Vorsicht! Wir sind im zweiten Stock, noch nichts gefunden. Wir umstellen das Gebiet. Wir sind gleich bereit zum Zugriff. Kommt schon! Da! Da drüben! An der Eingangstür in Position. What? Alle bereit. Wir können anklopfen. Los, weiter! Wir sind drin. Oh, ich bin drin. Boah, fast keine Muni mehr. Müssen wir die nehmen. Oh, ist die Schrott. Damit treffen die? Das grenzt ja fast an Wunder. Naja, immerhin. Die haut rein. Die macht Wumms, die Knarre. Nicht
Boah. Boah, die hat mich geheilt, ey, Gott sei Dank. Ah. Das sehen wir doch viel lieber, die. Ah, schön. Okay, weiter geht's. Warte runter! Wow, wow, wow. Habt ihr den Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Ich bin raus. Nimm das Ding runter. Dann reden wir über Stoddard, den Deal, was immer du willst. Verdammt, was sollte das, Stoddard? Habt ihr wohl das Leben gerettet, Mendoza? Er wollte sich ergeben. Lass mal, Partner. Für mich sah das gefährlich aus. Klar. Gefährlich, weil er über deinen Deal reden wollte. Vergiss es nicht. Scheißfertig. Nein, ich bin neugierig. Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen. Hör auf deine Partnerin. Das ist ein schlaues Mädchen. Hier, bevor die Spurensicherung kommt. Ich glaub's nicht. Für dich, Nick. Hast einen echt guten Job gemacht. Schlaues Mädchen. Ich hab's verstanden. Oh oh. Boah, Leute. Das war eine krasse Episode. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Richtig heftig. Schwierigkeitsgrad ist ultra geil. Dass man auch mal stirbt, ist auch gut. Ich habe den ja extra so eingestellt, dass es nicht so einfach ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der vierten Episode wieder zurück. Und ich lasse euch dann mit den letzten Szenen und der Vorschau von der nächsten Episode alleine. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wir sehen uns. Ciao, ciao, dein Dulag. Nächstes Mal bei Hardline. Du vertraust uns, oder? Deine Partnerin steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen. Nimm die Scheißwaffe runter.